Hallihallo, meine Lieben. Hier bin ich wieder mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Thema Konvertierung. Und zwar, wieso, weshalb, warum bin ich zum Islam konvertiert? Bevor ich anfange, über meine ganz persönliche Geschichte, Erfahrung, meine Gedanken und Gefühle mit euch zu teilen, möchte ich eine Sache klarstellen, die mir sehr, sehr wichtig ist. Wenn du hier sitzt, gerade mein Video anschaust, kein Moslem bist, vielleicht Christ bist, Jude, Buddhist oder was auch immer oder sogar Atheist, ist das vollkommen in Ordnung. Was mir sehr wichtig ist, hier ganz klar zu betonen, dass jeder Mensch das Recht hat, so zu leben, wie er sie es für richtig hält. Jeder von euch hat das Recht, die Religion, die er sie es für richtig hält, auszuleben. Das heißt, ich erzähle euch meine Geschichte, wie ich konvertiert bin, den Weg, den ich für mich persönlich, für unsere Familie, für den richtigen halte. Das heißt aber nicht, dass du nicht deinen Weg gehen kannst. Das ist mir ganz, ganz wichtig, hier nochmal zu betonen. Wir respektieren jeden Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion. Jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er sie es eben für richtig hält. Das heißt, wenn du der festen Überzeugung bist, dein Glaube, den du lebst, dass der der richtige ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Oder sogar dein Nichtglaube. Du sagst, ich bin ganz knallhart Atheist, ist das vollkommen in Ordnung. Ich sitze jetzt nicht hier, um euch zu bekehren oder zu sagen, hier, wir sind die Richtigen, wir machen alles richtig und wir sind perfekt. Nein, darum geht es nicht. Ich erzähle euch nur meine persönliche Geschichte, wie ich ja zum Islam gefunden habe und wieso ich konvertiert bin vom Christentum zum Islam. Was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen, weil ich diese Frage sehr, sehr oft von euch unter verschiedenen meiner Videos lese. Deswegen dachte ich, finde das ganz passend, die auch gleich hier für alle einmal zu beantworten. Und zwar bekommt man, finde ich gerade vor allem so als Moslem, immer diese Frage, wie wir denn reagieren würden als Eltern, wenn unsere Kinder später sich für einen anderen Glauben entscheiden würden. Denke ich mal, das sind wieder halt die typischen Vorurteile, wo dann jeder denkt, ja, wir würden unsere Kinder verstoßen. Deswegen will ich das nochmal ganz klarstellen, dass natürlich wir als Eltern, wenn wir etwas für richtig halten, ne, wollen wir das unseren Kindern natürlich weitergeben, weil wir das den richtigen Weg halten. Was unsere Kinder später als Erwachsene daraus machen, da werden wir leider keinen Einfluss mehr drauf haben können. Ja, das heißt, wenn meine Kinder später erwachsen sind, dann ist es so, auch wenn sie sich für was anderes entscheiden sollten, was für uns natürlich dann vielleicht schwer zu verstehen wäre, weil wir das eben für den richtigen Weg halten, ist es so, dass ich niemals übers Herz bringen könnte, meine Kinder auf irgendeine Art und Weise wegen, egal was, zu verstoßen. Ich glaube, da müsste man schon ein Herz aus Stein haben als Mutter. Weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will mir das auch gar nicht vorstellen, in so eine Situation zu kommen. Aber ich denke mal, da gibt es verschiedene Themen, wo viele Eltern, denke ich, mit zu kämpfen haben. Sei es eben, falls ihre Kinder später irgendwie eine andere sexuelle Orientierung haben oder die Ehe nicht hält. Also es gibt so viele Themen. Ich glaube, da kann man nicht immer sagen, ja, wie würden denn die Muslime reagieren, sondern da gibt es auch andere Eltern, egal welcher Herkunft oder Religion, die immer mit verschiedenen Dingen, Entscheidungen ihrer Kinder zu kämpfen haben. Auf jeden Fall wollte ich es nur auf den Punkt bringen, dass so etwas in meinen Gedanken es gar nicht gibt, dass ich meine Kinder irgendwie auf irgendeine Art und Weise verstoßen würde, wenn sie sich für ein anderes Leben entscheiden würden als das, was wir den Kindern vorgelebt haben. Natürlich möchte man, dass die Kinder die Religion, die man für richtig hält, auch später ausleben. Denn das ist halt unser, ja, wir haben einen bestimmten Sinn im Leben, den wir versuchen zu verfolgen. Und das ist halt das Leben nach dem Tod und nicht unbedingt das Leben hier, auch wenn man das hier leben muss. Naja, egal, ich will jetzt nicht so ausschweifen. Ich lege mal jetzt am besten los. Ja. Da das Ganze auch ein eben sehr heikles Thema ist, also Religion ist immer ein sehr heikles Thema, finde ich. Wie gesagt, weil es gibt Meinungsverschiedenheiten und ich finde einfach, man sollte jede Religion respektieren, einfach jeden Menschen respektieren. Jeder, wie gesagt, hat eben das Recht, so zu leben, wie er sie es möchte. Dementsprechend ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, den respektvollen Umgang auch in den Kommentaren. Bitte, ihr könnt gerne über eure Erfahrung, was ihr mit Religion für Erfahrung gemacht habt, ob ihr sagt, Religion ist ein ganz wichtiger Bestandteil eures Lebens oder ihr sagt, nein, ich finde, ohne Religion ist das Leben einfacher oder was auch immer. Ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren sagen, aber bitte eben respektvoll. Jeder, der andere beleidigt,
erwischt, wird von mir einfach blockiert und gesperrt und so weiter. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ich bin in einer christlichen Familie, katholisch erzogen, aufgewachsen. Wir waren jetzt nicht so strenge Katholiken. Also generell sind die meisten Polen immer katholisch. Also ich kannte noch keinen Polen, der nicht katholisch ist. Auf jeden Fall, ja, war meine Oma zum Beispiel sehr, sehr streng gläubig. Also immer, wenn wir in Polen waren, als Kind war ich immer mit meiner Oma in der Kirche. Wir haben immer zusammen gebetet. Aber in Deutschland waren wir dann später mit meinen Eltern, also halt jetzt nicht so streng christlich, ne? Genauso, das ist halt wieder so ein Beispiel, ne? Genauso ist es bei Muslimen, weil es jemanden gibt, der sich Moslem nennt, heißt ja nicht, dass er unbedingt seine Religion auslebt, ne? Und genauso ist es halt bei den Christen. Wir haben uns halt Christen genannt, wir haben uns katholisch genannt, aber ja, wir waren jetzt nicht so, dass wir das so stark jetzt ausgelebt haben, wie vielleicht andere Katholiken. Also wir waren jetzt nicht so viel in der Kirche, hier in Deutschland halt, oder ich hatte halt auch keine Kommunion. Meine Eltern fanden das halt nicht so wichtig, dass wir eine Kommunion bekommen, obwohl das halt bei den Katholiken schon sehr wichtig ist. Naja, auf jeden Fall, sonst aber eben gläubig aufgewachsen, ne? Also ich hatte in der Schule Religion, ich war halt auch eben in diesem Religionskurs. Weiß aber nicht mehr, ob das mit der Schule war oder mit was anderes war. Auf jeden Fall weiß ich, ich war regelmäßig dann noch als Kind in der Kirche, aber halt nicht so mit meinen Eltern. Und wenn dann halt immer viele in Polen mit meiner Oma halt mehr so praktiziert. Deswegen ist halt nochmal meine Sichtweise auch nochmal anders. Also, weil ich kann halt nicht beurteilen, wie jemand denkt, der nicht gläubig ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, ich kann mich nicht in einen Atheisten hineinfühlen, weil ich schon immer diesen Glauben an Gott hatte. Es macht ja keinen Unterschied, ob man jetzt Allah oder Gott ist halt. Gott ist Gott, also es gibt nur den einen Gott, ja, ob er jetzt Allah heißt oder Jahwe oder Gott, da gibt es eben verschiedene Namen, aber es ist der gleiche Gott, das ist auch noch ganz wichtig zu wissen, ne? Ja, deswegen weiß ich halt nicht, wie das Gefühl ist, halt gar keinen Glauben zu haben, also an überhaupt gar keinen Gott zu glauben und dann erst überhaupt diesen Gedanken zu entwickeln, so, da gibt es eine höhere Macht, die uns erschaffen hat und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß halt nicht, wie sich so ein Atheist fühlt, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich. Ehrlich, weil für mich war es halt immer selbstverständlich, dass wir von Gott erschaffen wurden und dass Adam und Eva die ersten Menschen waren und so weiter. Da will ich jetzt halt nicht so weit hier rausschweifen. Aber ja, so viel dazu. Und meine erste Berührung mit dem Islam war halt eigentlich erst, als ich meinen Mann kennengelernt habe damals, weil ich hatte in der Schule, also ich hatte nie vorher so richtig Kontakt zu Muslimen. Also mein Freundeskreis und so waren keine Muslime dabei. Also wie gesagt, mein erster Kontakt war dann in dem Sinne mein Mann. Wobei wir in eigentlich gar nicht über die Religion viel gesprochen hatten. Also es war viele Dinge. Halt, ich weiß halt dann, ich wusste ich halt im Nachhinein, also dass mir halt viele Dinge, die an ihm mir gefallen haben, halt dadurch waren, weil er Moslem ist. Aber das wurde mir halt erst später bewusst. Ich würde halt nicht sagen, dass ich halt durch ihn unbedingt zum Islam gefunden habe. Also klar, er war halt so mein erster Berührungspunkt, aber ich sag mal so richtig, eigentlich erst, als wir geheiratet haben. Weil das war dann halt so der Punkt, wo ich mich dann intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und jetzt kommen wir halt dazu, überhaupt so, wie es dann halt meine ersten Schritte waren. Wir kannten ja uns schon 2 Jahre mit meinem Mann, bevor wir geheiratet haben. Und dann kam ich so langsam rein in die Familie. Und dann war es so, dass ich halt sehr viele Bücher von der Familie geschenkt bekommen habe über den Islam. Und da fing das Ganze erst an, wo ich halt angefangen habe, viele Fragen zu bekommen, weil ich dann so intensiv in der Familie war, also wer es nicht weiß und mein allererstes Video noch nicht gesehen hat, ich habe ja auch 2 Jahre mit meinen Schwiegereltern zusammen gewohnt und das war halt für mich ja so ein kompletter Kulturwechsel und auch da werde ich, glaube ich, ein separates Video dazu machen, wie das ist denn als, ja, Polin in so eine türkische Familie einzuheiraten, weil das würde hier den ganzen Rahmen sprengen, aber hier geht es ja eher darum, über meine Konvertierung und das war halt so die Zeit, wo ich dann halt so alles live gesehen habe, wie die Familien, wie eine muslimische Familie lebt. Und da fingen halt dann die ganzen Fragen an, ne? Wieso macht ihr dies? Warum betet ihr? Warum fastet ihr? Warum macht ihr dies? Warum macht ihr das? Warum ist das so? Warum ist das so? Das war so die Zeit, das war so die intensivste Zeit, also nach der Hochzeit dann eben, wo ich diese ganzen Fragen hatte. Und ja, ich habe super, super viel gelesen. Vor allem halt hatte ich ein Buch gelesen, was zum Thema Christentum und Islam war und dort halt eben die
Parallelen und Ähnlichkeiten drin standen. Das hat mich halt am meisten fasziniert, weil für die, die die Religion Islam nicht kennen, keine Muslime kennen, man halt, also ich war ja selber so, ne? Also ich kannte ja, wie gesagt, keine Muslime und kannte die Religion nicht. Und für mich war halt immer so, ja, Islam ist halt was anderes, ne? Christentum ist halt was anderes und Judentum ist halt was anderes. Aber ich kannte halt gar nicht diese Verbindung, wie eigentlich alles ja zusammengehört, ne? Das ist ja richtig, dass die Tora als erstes kam und dann halt die Bibel und als letztes eben der Koran und das für uns eben ja die Vervollständigung ist, dass wir eben an alle Propheten, die davor waren, glauben und all diese Sachen, das hat mich halt so fasziniert und ja, hier kommen halt öfters so Kommentare von eben auch, ja, sage ich jetzt mal streng Christen, die ja mich kritisieren oder eben auch von vielen Polen bekomme ich halt die Kritik, dass ich wie so eine Verräterin bin und wie kann das sein und ich bin jetzt zum Islam konvertiert und verleugne Jesus und liebe Jesus nicht mehr und sowas, wo die Leute ja eben, weil sie es nicht kennen, ne, wie gesagt, denken, ist halt was ganz anderes, verstehen sie gar nicht, dass ich ja immer noch Jesus liebe und all die Propheten, die vor ihm kamen und eben auch den letzten Propheten. Und das verstehen halt viele nicht. Und der einzige Unterschied ist halt eben, dass wir daran glauben, dass Jesus halt einer der großen Propheten war und halt nicht der Sohn Gottes. Ne? Weil wir glauben halt daran, dass Gott nicht gezeugt wurde und auch nicht zeugt und dementsprechend ihm man keine Gefährten beistellen darf. Ja, und wenn man das erstmal so realisiert, sage ich jetzt mal, ne, dass das halt eben für uns Muslime ist halt der Islam die Vervollständigung, ja. Und wir glauben an alle Bücher, die davor waren. Nur, dass wir halt wissen, dass all die Bücher, die davor waren, einfach durch Menschenhand verändert wurden und sie halt nicht mehr als Wort Gottes zählt, weil sie eben so viel verfälscht wurde. Und der Koran wurde davor eben bewahrt. Wie gesagt, wenn ihr da anderer Meinung seid und so, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ja, ich sage euch halt einfach nur das, woran wir glauben, ich glaube und alles andere hat man natürlich zu respektieren. Dadurch, dass ich ja auch in der Öffentlichkeit stehe und auch über Instagram eben sehr viel Kontakt habe mit anderen Frauen, sehr, sehr vielen polnischen Schwestern, die zum Islam konvertiert sind und wir halt auch so diese gleichen Erfahrungen gemacht haben. Ich finde halt immer, dass vor allem halt sehr viele Katholiken ja eben zum Islam auch konvertieren, aufgrund dessen, weil die Religionen sich so nah sind. Ja, ich will halt auch nicht so weit ausschweifen, das Ganze so intensiv euch jetzt erklären, aber halt einfach diesen Gedanken teilen, dass einfach für mich war alles, was ich in dem Moment halt gelesen habe oder gefragt habe, einfach logisch war. Wisst ihr, also wenn ich irgendeine Frage hatte oder was gelesen habe, gab es keine einzige Sache, wo ich gesagt habe, also das finde ich jetzt total unlogisch, macht für mich gar keinen Sinn. Also für mich hat einfach alles einen Sinn ergeben. Also jede Antwort hat für mich einen logischen Sinn ergeben. Das war eigentlich der ausschlaggebende Grund. Für mich hat das einfach alles einen Sinn ergeben. Also in der Zeit, wo ich eben so viel gelesen habe, so viel nachgefragt habe über die Religion, fing das halt so plötzlich an. Das ist halt auch ein komisches Gefühl, was man so, wenn man darüber redet, ist halt so schwer, jemanden das zu erklären, der das selber nicht erlebt hat, ne? Wenn ihr selber zum Beispiel schon als Muslime von Kindheitstagen an aufgewachsen seid und so, kennt ihr da dieses Gefühl wahrscheinlich nicht. Ich habe etwas erfahren, was ich vorher einfach nicht wusste. Also ich habe mich vorher gar nicht keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe vorher nichts darüber gelesen. Das hat mich einfach nicht interessiert. Ja, ich bin so aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin. Und wie gesagt, Glaube war für mich gar kein Thema so. Ja, Gott hat uns erschaffen und so. Aber halt nie so dieses intensive, wieso lebe ich eigentlich? Und was ist der Sinn deswegen? Also was ist der Sinn, warum ich hier lebe? Und was habe ich davon? Und was ist dann, wenn ich tot bin? So, wisst ihr, was ich meine? Also so gläubig, aber halt nie so dieses, zum Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel, als damals eben meine Oma gestorben ist, war das so das erste Mal, wo ich so mir Gedanken gemacht habe. Und auch da gibt es nämlich so Unterschied, finde ich. Es gibt Menschen, und zu denen gehöre ich eben, die sich schon als Kind Gedanken übers Leben gemacht haben. Und es gibt Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, die machen sich gar nicht solche Gedanken, wisst ihr? Und das ist auch so ein Unterschied. Denn die Menschen, die sich ja mit solchen Themen beschäftigen, sich so Gedanken darüber machen, ja, die finden oft eben zu Religion. Und die, die sich nicht so damit beschäftigen, eben nicht. Also das ist halt eben, ja, ist halt eben so. Und wenn ich halt daran zurückdenke, ich lag halt im Bett und habe meine Augen zugemacht und ich habe mir halt versucht vorzustellen, so ich bin jetzt tot.
Ne? Also ich habe mir jetzt vorgestellt, jetzt meine Oma ist ja gestorben, das war meine erste Konfrontation so mit dem Tod. Und dann habe ich mir versucht vorzustellen, so ich bin jetzt tot. Und habe mir versucht eben vorzustellen, ich habe jetzt meine Augen zu, ich schlafe zum Beispiel, und dann weiß ich halt, dass ich träume, dass ich nachdenke, dass mein Gehirn arbeitet. Und ich habe mir versucht vorzustellen, so ich bin jetzt wie ich schlafe, aber ich existiere nicht mehr. Gibt's nichts mehr. Ich träume nicht. Ich habe keine Gedanken mehr. Also ich bin einfach so weg vom Fenster. Ich habe mir das versucht, so intensiv vorzustellen, und ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Es ging nicht in mein Hirn rein, dass das nach dem Tod ist. Also und zwar gar nichts, dass da gar nichts ist. Ne? Wenn ich schlafe, träume, Augen zu hab, nachdenke, dass das alles halt nicht mehr da ist und ich nicht mehr da bin. Und das war für mich einfach, ich konnte das mir nicht vorstellen. Also für mich war das unlogisch, dass wenn ich tot bin, ich einfach weg bin, nicht mehr da bin. Das konnte ich einfach nicht in mein Hirn kriegen damals, noch als Kind, noch als ja, christlich Aufgewachsene, die ja durch Schule und so beeinflusst auch in den ja nicht glauben, sage ich jetzt mal, dass es auch das gibt, konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Deswegen, wie gesagt, war ich schon so ein Mensch, der sich darüber Gedanken gemacht hat, aber eben erst intensiv, erst als ich in Berührung mit dem Islam kam. Und ja, in dieser Zeit eben, nachdem wir geheiratet haben, und ich intensiv in der muslimischen Familie war und dann halt eben die ganzen Fragen auftauchten, wieso, weshalb das alles ist, und ich eben intensiv gelesen habe in dieser Zeit, das war eine Zeit von ungefähr 5 Monaten. Also es war nach der Hochzeit. 5 Monate später habe ich mich fürs Kopftuch entschieden, und das war eben dieser Zeitpunkt, wo dieser Glaube in mein Herz kam. Also es war einfach durch dieses, oh krass, ja. Ne, also immer so, wenn ich gelesen habe und geredet habe, ey krass, ja stimmt, ey, das ist logisch, ja, das macht einen Sinn, das ergibt einen. Also wisst ihr, immer so dieses, hat immer so dieses Blink gemacht und Klick gemacht und Blink gemacht und oh krass und oh und ja und wow und so. Wisst ihr, was ich meine? Also es hat für mich einfach so einen Sinn ergeben, und dabei fing es an, halt sich was zu bewegen in meinem Herzen. Dann gab es noch einen ja, ausschlaggebenden Grund, sehr, sehr persönlich, aber ich will das auch mit euch teilen. Aber ich weiß, ich werde sehr emotional, wenn ich das erzähle. Huch, bin ich schon allein dran deck. Mensch, so eine Laber-Videos werden bei mir meistens ja emotional, habt ihr vielleicht mitbekommen, aber ja, es ist auch, das ist halt ein, ja, emotionales Thema, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, dennoch habe ich das Gefühl, dass ich das mit euch teilen möchte. Eben in diesem Zeitraum, ja, nachdem ich geheiratet habe und dann eben intensiv mich mit der Religion beschäftigt habe, hatte ich einen sehr außergewöhnlichen Traum. Ich bin ein Mensch, was Träume so angeht. Ich bin jetzt nicht so, die jetzt jeden Traum einer Bedeutung schenkt. Ja, also wenn ich träume, träume ich. Ich weiß meistens im Traum schon, dass ich träume. Also ich bin jetzt nicht so, also ich bin ein Mensch, entweder weiß ich habe nichts geträumt, oder ich weiß, was ich geträumt habe, und im Traum selber weiß ich, dass ich träume. Also so, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe, also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der eben den Träumen eine große Bedeutung schenkt, beziehungsweise die jetzt so ernst nimmt oder jetzt da hinterherhängt. Aber ich kann halt heute sagen, dass diesen Traum, den ich damals hatte, so heftig war, und ich weiß gar nicht, ob ich den erzählen soll. Ich muss mal noch überlegen, weil wir haben damals, als ich das mal in Instagram live und so, habe ich das mal öfters erzählt, haben mir ein paar geschrieben, ja, das ist besser nicht so zu, besser nicht zu erzählen ist, weil das so wie so eine private Botschaft war, wo ich sagen kann, halt eben von Gott bekommen. Und ich glaube, ich würde das emotional gar nicht schaffen. Ich muss mal noch gucken. Ihr könnt mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Also die Muslime unter euch. Ja, ob man das lieber für sich behält oder ob das in Ordnung ist, so zu erzählen. Weil ich weiß halt, damals, dieser Traum war nicht normal. Es war kein normaler Traum. Ich habe den schon als Botschaft verstanden damals. Und ich, seht ihr, ich würde das gar nicht schaffen, den zu erzählen. Ja, auf jeden Fall war das so der Zeitpunkt, wo einfach dieser Glaube so stark in meinem Herzen gewachsen ist, wo ich mich wirklich dann innerlich als Muslimin gefühlt habe. Also ich habe mich plötzlich gefühlt, ich bin ein anderer Mensch, so wisst ihr. Ich habe mich plötzlich innerlich, obwohl ich von außen, ich war halt immer noch die gleiche, aber ich war innerlich, war ich ein ganz anderer Mensch. Es macht mich auch immer so emotional, darüber zu sprechen, weil diese Gefühle, die man damals hatte, die sind halt so unbeschreiblich. Und manchmal denke ich einfach an die Zeit zurück, wie intensiv ich das alles sah und wie man wieder im Laufe dieser ganzen Jahre so wieder sich mit so vielen weltlichen Dingen beschäftigt. So, also ich glaube, das verstehen auch nur so die Muslime.
was ich halt meine. Und das war halt so eine intensive Zeit und hat halt alles so intensiv empfunden und wird dann halt ja im Laufe der Jahre wieder so abgelenkt. Und wenn ich halt wieder daran zurückdenke, wie schön das war, so als wo man so frisch diese Religion für sich entdeckt hat, weil ich mich innerlich so anders gefühlt habe, wollte ich das nach außen tragen. So wisst ihr, ich habe gesagt, ich bin innerlich auf einmal ein ganz anderer Mensch, von meinem Gedanken, von meinem Wesen, wie ich mich fühle. Ich war nicht mehr die gleiche. Und das war halt der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich will das Kopftuch tragen. Was auch ganz wichtig ist zu betonen für Nicht-Muslime, die das nicht wissen, Kopftuch ist halt eine von mehreren Pflichten, die man in der Religion hat. Das gehört einfach zur Kleiderordnung. Zum Pflichten gehört auch zum Beispiel eben fünfmal am Tag zu beten, zu fasten, wenn man gesundheitlich in der Lage ist, die Pilgerfahrt zu machen, wenn man gesundheitlich und finanziell in der Lage ist, zu spenden. Also viele Dinge, die gehören halt einfach dazu und das gehört halt einfach zu den Regeln der Kleiderordnung. Aber für mich war es halt damals nicht nur, dass ich die Regeln des Islams befolgen möchte, dass ich die Regeln ausleben möchte der Religion, sondern es war halt für mich einfach auch dieses, für mich eben zu zeigen, dass mein Innerliches nach außen zu tragen. So wisst ihr, was ich meine? Einfach innerlich, ich bin ein anderer Mensch und für mich war dieses Kopftuch auch dieser Abschluss zu zeigen, ich bin eben auch von außen nicht mehr die gleiche. Ich fühle mich anders, ich denke anders, ich habe eine andere Lebenseinstellung. Und das war halt der Grund damals, auch mit diesem Kopftuch einfach das nach außen zu tragen. Und zu der Zeit, weil ich spreche ja mit ganz vielen Frauen und Mädels, Musliminnen, ne, die sich Gedanken machen mit Kopftuch und so auch eben, ja, war es für mich auch eine ganz andere Erfahrung plötzlich, als meine Tochter ankam und meinte, Mama, ich will Kopftuch tragen. Das war dann für mich so halt wieder eine ganz andere Erfahrung, weil für mich war das halt anders. Ich habe halt mir überhaupt keine Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich habe halt nicht dran gedacht, wo andere sich eben diese Gedanken machen oder beziehungsweise ich mir diese Gedanken dann für meine Tochter gemacht habe, wo man dran gedacht habe, ja, wie ist es dann, wenn ich einen Beruf ausleben möchte? Werde ich mit Islamhass, mit Rassismus in Berührung kommen? Wie wird das im Sommer, ne? Also es stellen sich ja viele solche Fragen. Ist es im Sommer warm? Oder wie werde ich mich kleiden? Was muss ich beachten? Also sind solche Dinge. Oder zum Beispiel, wie werde ich es meinen Eltern erklären? Das waren all solche Dinge. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Also ich habe daran, also ich habe keinen einzigen Gedanken an all diese Gedanken, die man sich so machen würde, gar nicht gemacht. Für mich war es einfach so, ich will das nach außen tragen. Ja, und diese Gedanken kamen dann später auf einmal dann, ne? Soll ich das jetzt meinen Eltern erklären? Und so weiter. Und auch so, als jetzt Polin, bin ich ja jetzt nicht so offensichtlich immer Ausländerin gewesen. Also ich habe mich nie als Ausländerin in Deutschland gefühlt. Ich bin hier aufgewachsen. Mit 5 Jahren sind wir, also ich war 5 Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind, mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht zu Deutschland, weil ich bin hier aufgewachsen, ich bin direkt hier zur Schule. Also ich war halt auch nicht in Polen in der Schule, ich kann halt nicht wirklich lesen und schreiben auf Polnisch. Ich hatte halt nie als Polin das Gefühl gehabt, nicht zu Deutschland dazu zu gehören. Und das sind halt erst so Dinge, die sind mir halt im Laufe der Jahre dann auf einmal auch bewusst geworden. Ich habe auch die ersten Jahre, ich habe auch gar nicht, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich da mit Kopftuch rausgegangen bin, ich habe auch gar nicht geguckt. Da waren auch alle so verblüfft, so du guckst gar nicht so, ob Leute gucken oder so, ob sie dich komisch angucken. Also das habe ich alles gar nicht, das hat mich gar nicht so interessiert. Ich habe mich so gefühlt, so als würde ich auf Wolken schweben und mich hat gar nichts. Also mich hat die Meinung anderer überhaupt nicht interessiert, gar nichts. Das hat man dann halt im Laufe der Jahre, hat man dann halt die Erfahrung gemacht, wo ich dann halt heute sage, ja, ich bin halt eine Ausländerin jetzt. Ich kann mich halt nicht wie früher als Polin eben unter das Volk mischen und nicht auffallen, sondern man fällt halt auf. Das ist halt einfach so. Aber ja, dafür bin ich Gott sei Dank sehr selbstbewusst und habe da keine Probleme mit. Also wie gesagt, ich mache mir eh immer keinen Kopf darüber, was andere Menschen über mich denken. Denn meistens sind Menschen, die einen einfach nicht kennen, nicht gut genug kennen, gar nicht kennen oder eben voller Vorurteile sind. Deswegen gebe ich da halt nicht so viel Meinung darauf. Mir ist eher ja, die wichtigste Meinung, wie mein Schöpfer über mich denkt. Ja, letztendlich, was eben in unserem Herzen ist, weiß halt auch nur unser Schöpfer am besten. Das kannst du halt nicht wissen. Ja, wir leben halt in einer sehr schweren Zeit und das ist halt auch so eine Sache, als ich konvertiert bin, müsst ihr bedenken, dass ich von allen Seiten konfrontiert worden bin. Weil wenn ihr guckt jetzt, meine familiäre Seite, also jetzt nicht alle, aber ich sage jetzt mal einen Teil, ne, der hat dann gedacht, so ja, die haben ihr eine Gehirnwäsche verpasst, die haben ihr da was eingeredet, die haben ihr sie gezwungen, dass sie dies und das machen muss. Und genauso, aber auch von der muslimischen Community gab es Vorurteile,
wo einfach Leute meinten, ja, die hat das jetzt nur gemacht, um bei ihren Schwiegereltern gut darzustellen, um jetzt hier als ganz toll und oh, weil guck mal, die ist konvertiert zum Islam und so, eine polnische Katholikin und so, und die will nur diesen Ruhm. So, wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe von allen Seiten Konfrontationen gehabt und das sind halt immer so Vorurteile. Egal in welcher Richtung das gewesen wäre, wenn es so gewesen wäre, sei es in die eine oder die andere, dann würde ich wahrscheinlich bis heute nicht hier so sitzen, wie ich hier sitze. Ne, das sind immer solche Dinge, wenn man sie für andere Menschen macht, dann haben sie eben keine Dauer. Also sind sie nicht von Dauer. Also als ich zum Islam konvertiert bin, übrigens, sie hatte sowieso, meine Mutter kannte ja meinen Mann ja auch schon zu Beginn und sie hat ihn ja sofort geliebt und wusste, wie er ist. Und meine Mutter halt wusste sofort, dass es kein Mann ist, der mir irgendwas aufzwingt, beziehungsweise meine Mutter kennt eben meinen Charakter sehr gut. Das ist halt der Vorteil. Sie weiß halt sehr gut, dass ich ein so ein bisschen sturer Mensch schon immer war, der sich ungern von anderen was sagen lässt. Hätte mir damals jemand gesagt, und auch das, diesen Spruch hatte ich, also solange ich nicht irgendwie Kopftuch tragen muss, ist halt in Ordnung, ne? Also dass ich mich da so ein bisschen zu Beginn der Ehe ein paar Sachen angepasst habe, war halt auch mein Spruch da, ne? Solange ich halt kein Kopftuch tragen muss, ist halt alles in Ordnung, ne? Dass man halt so ein bisschen so ein paar Sachen aufpasst, ne? Aus Respekt vor den Schwiegereltern. Ja, und heute lache ich halt darüber. Ja, dann hätte mir damals irgendjemand gesagt, oder damals mein Mann so etwas gesagt, so, du musst später, wenn wir heiraten, Kopftuch tragen oder so. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mit ihm heute verheiratet. Weil ich eben so, ich bin halt so ein Mensch, ich mache halt Dinge, wenn dann halt von mir aus, aber nicht, weil andere die mir so vorschreiben. Weil meine Mutter eben diese Charaktereigenschaft von mir sehr, sehr gut kannte, wusste sie halt sofort, obwohl ich trotzdem Angst hatte. Also sie wusste zwar, ich bin konvertiert, war jetzt für sie kein Problem, aber ich hatte dennoch Angst, als ich dann mich fürs Kopftuch entschieden habe, weil es war halt, wie gesagt, dann so, ich wollte es unbedingt, und dann habe ich damals meine Schwägerin die ganze Zeit genervt, so, komm, wir müssen jetzt Kopftücher kaufen, und sie, ja, komm, mach mal jetzt keinen Stress und so, lass dir mal Zeit, und ich so, nein, ich will Kopftuch tragen, wir müssen jetzt Kopftücher kaufen, weißt du, ich hatte gleich so Gedanken, ich brauche ja ein paar Kopftücher, ne, um zum Wechseln und so, ne, gleich so, dass man halt ein paar Kopftücher hat, ne, um seine Outfits anzupassen, so in dem Sinne. Und sie dann so, ah, komm, mach mal jetzt keinen Stress und so. Und ich so, nein, ich will jetzt Kopftücher kaufen gehen, ich will ja Kopftuch tragen. Ja, war dann halt eben dann so ein Tag, wo dann, damals weiß ich noch, da kam jemand, der hatte mal die Kopftücher aus der Türkei gebracht und die dann so privat verkauft. Und es war dann so ein spontaner Tag dann, ja, wo sie dann halt mit den Kopftüchern da war. Und dann hatte ich mir so mehrere Kopftücher gekauft und dann haben wir gesagt, so, okay, wenn du willst, dann können wir das jetzt machen. Und wir haben das halt damals auch sehr schön gemacht, so mit Gebet und so. Da habe ich dann halt eben das Kopftuch angezogen und seitdem getragen. Mein Mann wusste nicht mal damals, dass ich da auf einmal jetzt mit Kopftuch ankomme. Also ich weiß noch, ich habe zu ihm gesagt, so, ja, ich will Kopftuch tragen. Wo er halt auch damals meinte, so, komm, ja, mach mal ganz langsam. Nein, ich will Kopftuch tragen. Ja, danach eben so gedacht, so, oh je, und wie erkläre ich das jetzt meinen Eltern? Und dann war halt der erste Schritt, so, wie erkläre ich das meiner Mutter? Und ich hatte damals gebeten, mein Bruder, also meine Mutter darauf schon vorzubereiten, und dann hatten wir eh ein Familientreffen, wo ich dann eben hingefahren bin mit Kopftuch, ohne ihr vorher was zu sagen. Ja, das war dann halt so eine witzige Situation, weil ich dann halt ja, meine Mutter dann sah und sie mich das erste Mal mit Kopftuch, hat sie halt so gelacht und meinte so, was ist mit dir? Was hast du denn so eine Angst vor mir? Denkst du, ich kenne dich nicht? Meinte sie dann halt so. Sie meinte dann, ich weiß, dass du das von dir aus machst, nicht weil dir das jemand anderes vorschreibt, und ja, wenn du halt glücklich bist und du so leben möchtest, ist das deine Entscheidung. Ja, mit meinem Vater war das dann halt eben doch was ganz anderes. Es ist schwer, so über Dinge zu reden, wenn halt andere mit involviert sind, weil ich will halt auch niemanden kränken und es ist dann halt immer schwer. Aber ja, ich sag mal so, das Verhältnis zu meinem Vater war, seit sich meine Eltern damals dann scheiden lassen haben, ich glaube, ich war 13 oder so, war es halt eh sehr schwierig gewesen. Und ja, ich habe halt überhaupt komplett die Beziehung und die Hochzeit zu meinem Mann vor ihm verheimlicht. Ich hatte einfach Angst, überhaupt ihm zu erzählen, dass ich mit einem Türken zusammen bin. Und dann sowieso, dass ich zum Islam konvertiere. Also alles, ich habe es komplett verheimlicht. Ich habe als erstes überhaupt dann eben ja ihm beichten müssen, dass ich ja einen Türken geheiratet habe, einen Muslim geheiratet habe, was schon sehr schwierig war, aber dann ganz okay, weil meistens jeder, der meinen Mann dann kennenlernt, es gibt niemanden, der ihn nicht mag. Also der macht sich immer super schnell beliebt. Auch hier, wir wohnen jetzt hier das zweite Jahr hier, alle Nachbarn lieben ihn. Also ja,
Er macht sich sehr schnell beliebt und genauso hat dann mein Vater ihn ja ins Herz geschlossen, würde ich sagen. Schwer zu sagen. Naja, auf jeden Fall hat er ihn akzeptiert. Ich trug halt schon das Kopftuch und bin dann halt immer, wenn wir zu meinem Vater gefahren sind, da meistens mit Auto hingefahren, hatte ich halt ein Hoodie im Auto, also Kapuze statt Kopftuch und habe dann vor der Haustür die Kapuze runtergemacht und bin halt eben ohne Kopftuch zu ihm reingegangen. Ich habe das Ganze sehr lange vor ihm verheimlicht und ja, hatte sehr viel Angst. Ja, es war halt für mich sehr, sehr schwierig. Ja, irgendwann, ich habe halt so viel gebetet, gebetet, weil ich wusste, ich werde das halt nicht lange verheimlichen können vor ihm. Auch da kam dann der Tag immer näher, wo ich gesagt habe, ich muss es halt jetzt ihm sagen. Und auch da hat dann wieder mein Bruder, habe ich wieder vorgeschickt, der es ihm dann gesagt hat und ich dann halt eben dann mit ihm telefoniert habe und er meinte, ja, komm. Und dann bin ich halt das erste Mal dann eben mit dem Kopftuch bei ihm erschienen. Und als dann der Tag kam, wo ich dann mit Kopftuch zu ihm gegangen bin, ja, war ich auch da super geschockt, wie er das dann aufgenommen hatte, dass er dann ja, er mich eigentlich total hübsch fand und so und weil er halt sich im Kopf auch irgendwie so eine anderen Gedanken gemacht hätte, dass ich jetzt mit so einem Niqab oder was auch immer ganz verschleierten Gewand ankomme. Deswegen war er dann doch positiv überrascht. Letztendlich ist es eben kein einfaches Thema. Trotzdem gibt es halt Menschen in meinem Umfeld. Ich will halt niemanden so kränken mit meinen Äußerungen. Ist halt immer schwer, aber ich will halt nicht die direkte Person benennen. Aber es gibt natürlich immer noch in meinem Umfeld Menschen, die trotz, dass ich schon 18 Jahre verheiratet bin, 18 Jahre Muslimin bin, Alhamdulillah, trotzdem das nicht so verstehen können, nicht einsehen können, warum ich mich für diesen Weg entschieden habe, warum ich so lebe, gibt es halt immer noch. Deswegen, wie gesagt, wenn ich das in meinem eigenen engen Umfeld habe, solche Menschen, verblüfft mich das nicht, wenn mich andere, die mich nicht kennen, nicht so akzeptieren, wie ich bin. Ja, und so ist das halt eben. Und man kann es nicht jedem recht machen. Und ich finde besonders in meinem Fall, finde ich, bin ich so eine Angriffsziel für sehr viele Menschen, ne? Also zum Beispiel eben die Polen, die mich so als Verräterin sehen und meinen, ja, das kann ja nicht sein, ne? Polen sind alle christlich und katholisch und ne, und du, wie kannst du es wagen, zum Islam zu konvertieren? Du bist jetzt keine Polin mehr. Also, puh, was ich schon so hier lesen musste, ist schon heftig. Genauso eben zum Beispiel dann ja, in Deutschland mit Kopftuch zu leben, ist mal mehr, mal weniger schwer. Also ich muss sagen, Gott sei Dank hier in Berlin habe ich jetzt nicht so viele schlimme Dinge jetzt erlebt, dass man mich attackiert oder so. Aber na, es gibt schon Geschichten oder es gibt halt eben Vorurteile oder blöde Sprüche kriegt man halt zu hören. Aber das sind halt eben solche Dinge. Auch da eben verallgemeinere ich nicht, denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eben Gehirn haben, sage ich jetzt mal so, ja, und den Menschen als Menschen betrachten und nicht eben aufgrund von Äußerlichkeiten oder Religion oder Herkunft gleich Menschen verurteilen. Und das finde ich persönlich immer super wichtig. Auch wenn manche meinen, Muslime seien so oder so und tolerieren dies nicht, tolerieren das nicht, finde ich, das sind halt meistens Menschen eher, die auch selber Vorurteile haben und nicht wirklich, ja, von ihrer Religion viel Bescheid wissen. Oder ach, das ist immer so eine, ist immer wirklich ein sehr, sehr schweres Thema. Denn wie gesagt, ne, sei es eben von der Seite oder der Seite. Und genauso wird man auch halt von seinen eigenen Geschwistern, ja, so wir nennen uns ja Muslime gegenseitig Geschwister, Brüder und Schwestern im Islam, auch da wird man halt dann, ja, attackiert, weil man ja offensichtlich durch das Kopftuch eben seine Religion zeigt, ist man halt auch da die Angriffsfläche für Menschen, die dann der Meinung sind, du machst dies falsch, du machst das falsch, du musst das so machen, du musst so leben. Ja, das ist dann halt immer traurig, weil ich finde, bevor man Menschen verurteilt oder Dinge sagt oder schreibt, muss man sich immer in sich selber ein bisschen reinhören und denken, weil letztendlich ihr wisst halt nicht, was in dem Menschen seinem Herzen ist. Wisst ihr, ihr wisst nicht, womit der Mensch zu kämpfen hat, was er mit in seinem Leben durchgemacht hat, mit welchen Dingen er sich beschäftigt und mit welchen Dingen
Ja, es ist halt einfach sehr, 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 sehr schwer. Ja, wenn halt jeden Menschen mit Respekt begegnen würde, ohne gleich Vorurteile zu haben, ich glaube, dann wäre unsere Gesellschaft generell das Leben viel, viel einfacher, als wenn man Menschen immer in diese Schubkästen packt. Das mag ich halt überhaupt nicht. Es gibt halt einfach Menschen, zum Beispiel jetzt auch damals eben um auf zurückzukommen, auf meinen Vater, warum ich so viel Angst hatte, ihm zu beichten, dass ich Muslimin geworden bin, dass ich Kopftuch trage, liegt halt einfach daran, weil mein Vater kannte halt die Religion nur durchs Fernsehen. Und wenn man sich selber nicht mit der Religion beschäftigt, sondern nur das hört, was in den Medien verbreitet wird, dann hat man eben seine Vorurteile. Das ist einfach so. Aber wenn man sich als Mensch ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, denn hat ja auch viel mit Politik und so weiter zu tun, merkt man sehr schnell, dass da irgendwas falsch läuft. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das Ganze erklären und erzählen, wie es so für mich war. Ich habe auch viele Sachen ausgelassen. Es ist, wie gesagt, immer so schwer, wenn man so Dinge in die Öffentlichkeit stellt. Man möchte halt, wie gesagt, andere Menschen halt auch nicht verletzen oder irgendwelche Dinge sagen, preisgeben, die derjenige vielleicht nicht möchte. Ich hoffe dennoch, ihr konntet was aus diesem Video ziehen und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis aufbringen für andere Menschen und auch dieses Verständnis zu haben, dass es auch Menschen gibt, die wirklich aus freier Entscheidung sich für einen bestimmten Lebensweg entschieden haben. Denn ja, ich muss natürlich auch mit dem Vorurteil leben und dieses Vorurteil ist nicht nur unter Nicht-Muslimen, sondern ich fand es ja ganz witzig, als ich damals eben auch noch frisch konvertiert war und mit Kopftuch getragen habe und dann halt auch so, angefangen habe mit Social Media und so, wie viele türkische oder beziehungsweise muslimische Frauen mich gefragt haben, ob ich denn das Kopftuch für meinen Mann trage, wo ich dann so dachte, so, wer trägt denn das Kopftuch für seinen Mann? Also das sind so Dinge, die dann man so halt alles im Laufe der Jahre so, kennenlernt und sieht, was es so für verschiedene Facetten gibt. Und natürlich gibt es bestimmt auch diese Fälle. Nur das sind halt so Dinge, wo ich sagen kann, egal was es ist, wenn man das für andere Menschen macht, hat das keine Dauer. Denn entweder macht man Dinge für sich oder für seinen Glauben, für Gott eben. Alles andere ist nicht von Dauer. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!